Hallo Freunde des Paranormalen, hallo Para-Inc-Fans, was geht ab bei euch? Wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ja, und bei uns laufen die Arbeiten schon wieder auf Hochtouren, deswegen hier ein kleines Infovideo, wie es jetzt demnächst bei uns weitergeht. Und zwar hatten wir uns gedacht, ja, der 20. wäre eigentlich ein schönes Datum, um unsere neue Episode zu präsentieren, aber jetzt kam quasi ein Privatfall rein, wo ein kleines Kind involviert ist und jeder, der unsere Mentalität kennt, weiß ganz genau, sobald es um Kinder geht, stellen wir erstmal alles beiseite und kümmern uns erstmal darum. Das heißt, wir werden die neue Episode ja eine Woche später raushauen. Das wäre dann der 27. sowas an dem Dreh. Also wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, noch ein genaues Datum abliefern, dass ihr wisst, ah, okay, an dem Tag ist Para-Inc-Time und dann können wir wieder einschalten und euch begleiten. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Natürlich machen wir weiter wie gehabt. Es gibt jeden Monat eine neue Episode von uns im Spielfilmformat, sprich so an die 2 Stunden. Können auch vielleicht einfach nur manchmal 1 Stunde 45 Minuten sein. Ihr wisst ja, wie das bei uns ist. Gibt es mehr zu zeigen, zeigen wir mehr, gibt es weniger zu zeigen, dann ist die Episode auch kürzer. Aber was man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, wir werden jetzt alle 3 Monate einen neuen Film präsentieren, den man in unserem Fanshop kaufen kann. Und jetzt werden bestimmt ganz viele schon ganz nervös auf ihrem Sitz rumrutschen und sagen, ja, okay, 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 aber, ja, da ist das Teil, Para-Inc's Dämonenjagd, ja, erstmal auspacken. Kann man ja schlecht zeigen, wenn es noch eingepackt ist. Falls das hier zu lange dauern sollte, werde ich einen Schnitt setzen, aber ich denke, das bekomme ich hin. So, muss ja alles gut verpackt sein. Das ist das Schätzchen. Das ist unsere neue DVD, Para-Inc's Dämonenjagd. Zeige ich schon so ein bisschen in die Kamera. Ja, die Hardcore-Fans unter euch wissen, worum es in diesem Film geht. Auch nochmal, kann man nochmal zeigen. So, sieht sehr schick aus diesmal wieder. Hat unser Dwayne für uns gezaubert, unser Designer, und Cover ist wirklich super geil geworden. Und an der Stelle muss man auch mal sagen, dass das Menü diesmal auf Kosten von Doro geht. Ja, Doro findet sich jetzt immer mehr auch dort ein, wo es wirklich auch brennt. Das heißt im Videoschnitt, in der Bearbeitung, weil das ja quasi alles an mir alleine hängt. Der arme, arme Marc. Eine Runde Mitleid. So, okay, die ist auch schon wieder um. Ja, wie gesagt, zum Film kann ich euch nur sagen, der Film kommt jetzt kommenden Sonntag in unseren Fanshop, Leute. Wenn ihr das Teil wollt, ich sage es jetzt extra mit Nachdruck, dann sichert euch am besten am Sonntagabend oder am Montag eine DVD. Wir haben genug bestellt, aber es geht halt immer sehr schnell weg. Leute wissen unsere Filme immer mehr zu schätzen, was uns natürlich freut, weil so unser Projekt immer mehr unterstützt wird. Und ja, wir einfach viel mehr Möglichkeiten haben, unsere Episoden zu gestalten, Orte zu besuchen. Ja? Also wie gesagt, wer was Cooles tun will, kauft einen Para-Inc-Film. Am besten den neuen oder gleich alle 3 in der Trilogie. Dann seid ihr abgesichert und wie gesagt, nochmal als kleine Info. Hier gibt es diesmal eine Bonus-Episode zu dem Film dazu. Das heißt, ihr habt über 3 Stunden, 3,5 Stunden, Doro? 3 Stunden, über 3 Stunden. Über 3 Stunden Para-Inc auf einer DVD. Ich hätte fast gesagt, mehr geht nicht, aber es wird irgendwann noch mehr gehen, aber ne? Mühsam ernährt sich das Ei schon. Von daher, ich bin jetzt einfach mal still, weil ich habe sehr viel zu tun. Es müssen DVDs verschickt werden. Und die Leute warten jetzt natürlich. Wir haben eine Vorbestellungsliste gehabt, die, keine Ahnung, sehr lang ist. Und die muss jetzt abgearbeitet werden. Aber merkt euch, Sonntagabend im Para-Inc-Fanshop ab 19 Uhr. Dämonenjagd ist angesagt, Leute. Gibt euch, gibt euch, gibt euch. Ich will nicht wieder hören, oh, wie, schon wieder ausverkauft. Habt ihr nur 3 bestellt? Nein, wir bestellen genug, aber es geht halt wirklich schnell, Leute. Und wir wollen euch, euch natürlich auch mit dem Stuff versorgen. Und da muss man schnell sein. Ja, oder vorbestellen. Und das geht halt nur auf Facebook. So, jetzt habe ich schon wieder genug gesabbelt. Leute, macht's gut, bleibt neongrün. Vielen Dank für den Support. Fette Grüße an euch. Macht's gut, wir hören uns bald wieder. Peace. Wissen, wo die Geister sind.